like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got 50 bucks on the black kid. Let's get a ringside seat. Stuhl reingeworfen gerade. Das ist so geil. Ich werde mich gleich vorstellen, liebe Leute. Ich wisst schon. Cutscene. Let's find out what's going on. God damn you, Albert, you get out here right now! Step back. LAPD. LAPD. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich werde kurz auf Pause drücken und diesen Part einleiten. Herzlich willkommen zu LA Noir. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt hier zu einem neuen Part. Der erste Part auf CD3, der letzten CD des Spiels. Das heißt, wir bewegen uns wohl im letzten Drittel des Spiels. Ne? Das ist das, was mir das Ganze sagen will. Übrigens möchte ich eins anfügen. Die letzte Folge hat ja aufgehört mit dem mit dem Ende der CD. Da kam dann die Meldung, ich soll doch bitte die andere CD einlegen und so weiter. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe quasi auf A gedrückt, damit das Spiel, ich habe die CD eingelegt. Dann ging das Spiel weiter und dann wäre so eine Rückblenden-Cutscene gekommen. Die habe ich natürlich abgebrochen, bin auf meine Xbox-Oberfläche gegangen und habe die CD installiert. Als ich jetzt wieder neu gestartet und den Spielstand geladen habe, der angefertigt wurde, kam diese nicht mehr. Das heißt, uns ist jetzt, sowohl euch als auch mir, so eine Rückblende aus dieser Kriegsvergangenheit durch die Lappen gegangen. Ich hoffe inständig, das war nichts total Revelation-artiges, ja, dass wir jetzt was Riesenhaftes aus der Vergangenheit von Phelps oder von sonst wem verpasst haben. Tut mir leid, dass wir es verpasst haben. Ich kann es leider nicht rückgängig machen. Vielleicht könnt ihr euch ja im Internet schlau machen und diese Cutscene anderswo finden. Beziehungsweise ihr spielt das Spiel einfach selber. Das ist der richtige Weg. Den hätte ich euch vorschlagen sollen. Kauft euch das Spiel und spielt bis an die Stelle, um rauszufinden, was wir jetzt für eine Cutscene verpasst haben. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Wir sind hier bei einem Boxkampf, wie ihr seht. Und da vorne stimmt irgendwas mit dem Kämpfer nicht. Gehen wir mal hin, was hier los ist. Hallo. That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. Bam. Ist ja keiner drin. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are fight. We here because you lost money or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. No. Hammond's locker. Over by the pinboard, second from the end. Second from the end? Where? This one? Thank you. Okay, wir werden in einem Fall gerissen, der uns eigentlich so gar nicht angehen soll. Phelps zumindest scheint sich zu langweilen. Telefonnummern. We can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Okay, das ist ja gut. Da werden wir quasi telefonieren. Hier ist es das Tape für seine Hände beim Boxen. Nichts Ungewöhnliches. Schützt und stabilisiert die Gelenke, vor allen Dingen das Handgelenk. Und dabei können wir es schon belassen, denke ich mal. Okay. Das haben wir raus. Was finden wir denn hier? What? Ein Handschuh. Ist das seiner? Werden wir rausfinden, ob Blut dran ist vielleicht? Nee, anscheinend ist nichts. Keine große Hilfe, sagt er. Gut, dann legen wir es halt weg. Was haben wir denn hier?
Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? In der Dusche? Ist da ein Schlagring unten auf dem Boden oder ist das der Abfluss? Das ist der Abfluss. Sah wie ein Schlagring aus. Lustigerweise. Vielleicht bin ich auch bloß ein sehr gewalttätiger Mensch und sehe da, wo eigentlich völlig harmlose Sachen sind, völlig gewalttätige Sachen. Wisst ihr? Ist echt toll. Okay, war es das jetzt hier drin? Eine neue Zeitung. Ich gehe kaputt. Schon wieder eine Cutscene für den Fall. Alienist Fontaine working selflessly to help the infirm. Schauen wir es uns an. Viel Spaß euch und mir. You look troubled. I'm in a jam, doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Bridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Hmm. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. Mm. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Damn, der Typ ist so zwielichtig, es ist schon fast wieder gruselig. Ich bin so gespannt, was da am Schluss bei rauskommt. Ich gehe mal stark davon aus, der Typ ist so einer unserer letzten großen Verbrecher, die wir jagen. Aber gut, Mutmaßungen bringen uns nichts. Sehen wir vielleicht was? Hat er was fallen lassen oder so? Nee, hier ist er bloß durchgeflohen. Okay, wir verschwenden keine weitere Zeit. Ich gehe mal zum Telefon und guck schnell, was ich an diesen tollen Telefonnummern rausfinden kann. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me. Roy, you out of pocket too? Mickey, seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Dun, 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 dun. Ich glaube, der Typ hat uns jetzt auf Kika. I don't care what I did. Okay, gehen wir mal, nachdem wir Mickey Cohen, diesen Drogenbaron, den wir ja eigentlich völlig ausgehebelt haben, ne, getroffen haben, werden wir mal hier ans Telefon gehen und das machen, was ich eigentlich machen wollte.
Und zwar den Präsidenten anrufen. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Präsidenten. I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. Vielen Dank. You know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Na, das ist ja cool. Dann kannst du ja direkt hinfahren, wenn du den Club auch noch kennst. siehst du hier, zack, ping, du fährst Hotel El Mar. Nächste Station, liebe Leute, wir fahren los. Schäbiges Hotel, aktuelle Spur bei der Suche nach Albert Hammond. Los geht's. Bitte erzähl mir eine schöne Geschichte beim Fahren. Bitte. Hallo. Hallo. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stampinato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Was hat der eigentlich gegen unseren Kleidungsstil? Eigentlich ist sein Outfit unserem völlig identisch, außer dass seine Jacke verdammt so pink. Pinke Polos und so. Ja. Hotel Elmer, 9:40 Uhr. Past midnight. Mal schauen, was wir hier finden können. Cheap Rates. So sieht's von draußen auch aus. Könnte auch Cheap Rapes heißen. Oh, der war böse. Hot Water. Die müssen extra als Schild hinten dran hängen, dass sie heißes Wasser haben. Ist das damals normal gewesen? Weiß ich nicht. Wir gehen mal rein hier. Hallo. Yeah, what do you want? Ja, du könntest uns ja auch ein bisschen freundlicher ansprechen. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Okay, vielen Dank. Schön, dass ihr irgendwie alle Registerbücher immer gleich aussehen. Bloß steht immer ein anderer Name drauf. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Prominente Engländer. Caulfield, Orson Welles. Ist keiner. Was haben wir denn noch hier? Marx. Benedict Clark, Sable, Winston Churchill. Prominente Engländer, wie geil. Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. Ja, ach, das war schon, da war Marilyn Monroe noch. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. Das ist so bescheuert. Oh mein Gott. Okay, dann überprüfen wir doch einfach mal, ob wir tatsächlich Winston Churchill finden können in einem der Hotelzimmer. Ich bin ja hochgespannt. Da vorne ist schon das Zimmer, in dem er sein soll. Aber ob er da tatsächlich drin ist, liebe Leute, werden wir rausfinden im nächsten Part von L.A. Noir. Ihr solltet also beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal, es wird sehr spannend. Die Unterhaltung mit Winston Churchill könnte auf jeden Fall sehr viel Potenzial haben. Findet raus, wie viel. In L.A. Noir, ich bin Cole Pierre, 100 der mit der Zahlen dran. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.